Ja, guten Morgen. Heute gibt es ausnahmsweise mal Frühstück an der Tanke. Irgendwie, das war heute alles immer so nass, war immer wieder am Regnen und da hatte ich keine Lust, Frühstück am Zelt zu machen. Heiß ist er. Ja, der Tag startet für mich heute auf dem Rotalradweg, aber nur ein kleines Stückchen. Und zwar genau hier verlasse ich ihn schon wieder. So, mein heutiges Ziel ist an der Fulda, unterhalb von Kassel. Der Campingplatz bei Guxhagen, wo ich eigentlich nicht so gerne bin, weil man da die Autobahn nachts hört, aber boah, der lag halt für mich am günstigsten. Alles andere wäre entweder zu kurz oder zu weit gewesen. Ich brauche hier beide Hände am Lenker. Ja, Ziel heute. Oh, zwei Rehe. Na, so schnell hätte ich die Kamera auch nicht vernünftig drehen können. Ja, wie gesagt, Ziel heute wieder der Campingplatz bei Guxhagen unterhalb von Kassel an der Fulda, wo ich eigentlich nicht so gerne bin, weil man da ständig die Autobahn hört. Boah, meine Güte. Wenn die solche Radwege neu machen, warum nehmen die so einen groben Schotter? Da kannst du nicht vernünftig drauf fahren. Ja, die ersten 11 Kilometer habe ich hinter mir. Puh, ging ganz schön bergab hier. Ich hoffe nur, ich muss nicht wieder die ganzen Höhenmeter wieder hoch. Das wäre. Oh. Ah, guck mal hier. Oh. Schicke kleine Lok. Also ich denke mal, hier dieser Radweg wird wohl früher eine Bahntrasse gewesen sein, wenn hier schon so eine Lok steht. Ja, die ersten Höhenmeter habe ich doch schon wieder. Ja, ich wusste ja, ein paar Mal hoch und runter wird es heute gehen. Aber insgesamt nicht so schlimm wie gestern. Aber dafür weiter. Ja, ich rolle jetzt hier auf Korbach zu. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ich direkt durchkomme oder nur dran vorbei. Müsste ich jetzt nachgucken, aber dafür müsste ich anhalten. Aber wenn das mal nicht ein schiefer Kirchturm ist. Korbach. Ja, der verrückte dritte Tourentag oder der verfluchte, je nachdem wie man es will. Ja, scheiß Wetter heute. Von daher schon. Und ja, ich bin jetzt hier auf dem R5 unterwegs, dem hessischen R5. Und die letzten
weiß ich nicht, 10 Kilometer oder 12, was es waren, die waren auf wassergebundener Decke. Und bei so einem Regenwetter, da hast du ja das Gefühl, deine Räder kleben fest. Dazu ausgespülte Schottersteine, dass du immer ständig zwei Hände am Lenker haben musstest. Ja, da habe ich gerade auch mal wieder ein bisschen geschimpft mit diesem dusseligen Weg. Ja, aber jetzt habe ich einen schönen Radweg und ich hoffe mal, dass der mal ein paar Kilometer anhält. So 20 wäre mal schön. Ja, hier habe ich jetzt endlich mal einen Rastplatz gefunden. Hier werde ich mal ein bisschen ausgedehntere Pause machen. So, ordentlich Pause habe ich gemacht. Hier unter dem Dach. Trocken, aber auch ein bisschen zugig hier, aber egal. Und jetzt gucken wir mal, dass wir Richtung Edersee kommen. Ich will ja heute noch an die Fulda. Ja, vorhin an dem Pausenplatz stand ein Schild, dass dieser Radweg hier ca. 27 Kilometer lang sein soll. Ich hätte da jetzt echt nichts dagegen, einfach mal 27 Kilometer entspannt dahin rollen. Wäre schon nicht schlecht. Aber ich weiß gar nicht genau, wie weit ich jetzt hier den Weg fahre. Werde ich dann sehen. Ja, gerade das erste Stück war ja so ein grüner Tunnel. Aber hier kann man auch mal rechts und links was sehen, weil der Bahndamm hier ein Stückchen höher liegt. Aber allzu weit kann man heute bei dem Wetter auch nicht sehen. Hier verlasse ich den schönen Radweg. Naja, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. So, jetzt kann ich euch mal updaten. Also, ich war vorhin mal Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen. Moment, jetzt muss ich eben gucken, wo ich hin muss. Okay, jetzt war ich im falschen Gang. Also, was ich sagen wollte, ich war gerade mal Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen. Hab dabei das Navi angelassen. Und bin dann losgefahren und habe dann gesehen, ja, Mensch, hier ist auch noch ein Geldautomat. Neues Kleingeld brauchte ich auch noch. Und als ich dann wieder losgefahren bin, hat sich das Navi aufgehängt. Es wollte und wollte und wollte nicht mehr. Ja, schlussendlich bin ich, glaube ich, bald 10 Kilometer nach Gefühl gefahren, war aber trotzdem noch richtig. Und ja, ich habe dann irgendwie festgestellt, schlussendlich war das GPS-Signal weg. Ein paar Mal eingeschaltet, ausgemacht und dann habe ich es nochmal 5 Minuten ausgeschaltet und danach ging es dann wieder. Puh, das war eine Scheiße, das brauchte ich jetzt heute noch. Ja, jetzt habe ich es noch, 12,4 Kilometer. Ich denke mal, das schaffe ich noch. Ja, links von mir sind die Ausläufer von Kassel. Aber die lasse ich, wie gesagt, links liegen. Ich werde jetzt mal sehen, dass ich an die Fulda komme. Und dann habe ich die Höhenmeter so gut wie. Aber ich weiß, da kommt noch ein oder zwei Hügel direkt an der Fulda. Aber mein Gott, gibt Schlimmeres. Ja, da musste ich gerade noch
die Bremsen nachstellen. Also gestern und heute habe ich ganz schön Bremsen verbraucht. Aber ich hätte auch noch Ersatzbeläge mit. Also die sind ja nicht so schwer. Die kann man sich ruhig mal einpacken. Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr es hört. Die Kette ist auch am Zwitschern. Den ganzen Tag ja heute durch den Regen gefahren. Also wenn das Zelt steht, ist erstmal Fahrradpflege dran. So, geschafft. Bin an der Fulda. Noch 1,5 Kilometer bis zu meinem Campingplatz für heute Nacht. Hat auch wieder gereicht. 93,8. 1,5 da drauf, ja. Sind auch fast 1000 Höhenmeter wieder gewesen. 900 und ein bisschen. Kann ich jetzt gerade nicht direkt nachschauen, da das Navi sich aufgehängt hat. Stimmen die Daten nicht. Und der Tacho, der kann das nicht. Muss ich gleich in Ruhe gucken, was Komoot aufgezeichnet hat. Ja, hier kann ich mein Zelt hinstellen. Aber ganz neues. Nicht auf der großen Zeltwiese. Da haben sie schon Wasser abgedreht. Ja, hallo nochmal zu später Stunde. Ich sitze hier vor meinem Zelt und denke so über den vergangenen Tag nach. Und es gibt ja so den Mythos des verfluchten dritten Tourtages. Und ich glaube, den hatte ich heute. Also zum einen war ja den ganzen Tag heute schon das Wetter richtig bescheiden. Nebel, Regen, starker Regen. Sehr starker Regen. Ja, dann war die Strecke, die war, ich sag mal, ich glaube, ich kann noch nicht mal Komoot-Gras großartig einen Vorwurf machen, weil also ein Teil der Strecke, also Komoot hat tatsächlich Fernradwege genutzt hier in Hessen und ein Teil der Strecke, das war nicht fahrbar. Also mit dem Trekkingbike eigentlich nicht fahrbar. Also der hessische R5 mit Gepäck und Trekkingrad. Na gut, schlussendlich hat sich dann irgendwann auch noch mein Navi aufgehängt. Okay, das war ungefähr 20 Kilometer vorm Ziel. Und da ich ja hier schon mal war, sagten mir die Ortsnamen schon, was die ausgeschildert waren. Von daher hätte ich auch hier ohne Navi hingefunden. Ja, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe hier gesessen und den Tag Revue passieren lassen. Und festgestellt, wie zufrieden ich doch bin. Na, ich habe jetzt zwei recht schwere Tourtage hinter mir. Der heute, der war zum Vergessen. Und trotzdem möchte ich ihn nicht missen. Weil ich habe ihn erlebt und bin zufrieden. Naja,
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.